Ja, Freunde, wir haben heute mal wieder für euch eine ganze Trainingseinheit aufgezeichnet. Natürlich etwas gekürzt, in voller Länge werden es ungefähr so 45 bis 50 Minuten Torwarttraining. Es geht im Kern, im Hauptteil später um das Thema Spieleröffnung, sowohl mit dem Fuß als auch so ein bisschen mit dem Arm, also das Werfen flach und hoch. Schaut euch einfach an und viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Fängerspiele. Es ist schon wieder Sonntag, 18 Uhr, das heißt, es ist Fängerzeit. Wir sprechen mal wieder ein schönes Torwartthema, heute mal wieder mit Erik. Hi Erik, schön, dass du da bist. Und heute haben wir euch mal wieder eine schöne ganze Trainingseinheit aufgezeichnet. Also nicht die ganze Einheit, sondern wir werden immer wieder in die einzelnen Sequenzen reingehen und anfangen. Wir machen dann noch ein bisschen weiter, aber wir haben nicht die ganzen 60 Minuten oder 50 Minuten abgefilmt. Das wäre ein bisschen dolle. Wie immer besteht so eine Trainingseinheit bei uns immer aus dem Aufwärmen. Das macht der Erik oder das machen die Torhüter immer ein Stück weit alleine. Aufwärmen, das ist ein Warmlaufen in verschiedenen Laufübungen und auch mit anschließenden Steigerungsläufen. Anschließend ist dann eben das Dehnen, das machen sie alleine, dann kommen sie rüber zu mir und dann gehen wir in einen weiteren Teil des Aufwärmens, das ist meistens ein koordinativer Teil. Dann gibt es eine Randführung oder Hinführung und dann gehen wir in den Hauptteil ein. Und wir gehen jetzt mal hier in den weiteren Teil des Aufwärmens, das ist wie gesagt ein koordinativer Teil. Wenn wir hier mal rüber gehen, ist das eigentlich relativ einfach erzählt. Der Erik geht hier in kurzen Tippelschritten durch diese Pylonen durch, bekommt dann am Ende von mir einen Ball auf den rechten Fuß gespielt, spielt den sauber zurück und geht dann wieder zurück auf die andere Seite. Gleiches Spiel, nur mit dem linken Fuß sauber zurückspielen. Ja, und das Ganze machen wir jetzt ungefähr 10 Minuten lang, also weitere 10 Minuten lang. Und ja, wir fangen einfach mal an. Komm. Gut. Sauber. Sehr schön. Falscher Fuß. War doof gespielt von mir. Gut. Oh komm. Jo, danke Erik. Das war es im Prinzip zum Aufwärmen oder zum weiteren Teil des Aufwärmens. Wir gehen jetzt zur Hinführung. Dafür bauen wir jetzt mal gerade so ein bisschen um und sehen uns gleich wieder. Ja, es wird heute im Hauptteil so ein bisschen um das Thema Spieleröffnung gehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man in der Hinführung auch nicht nur, ich sag mal, das Fangen einübt. Und auch beim Aufwärmen haben wir eben gesehen, haben wir viel mit dem Fuß gemacht. Sondern auch bei der Hinführung jetzt eine Mischung aus Fangen und auch dem Schießen machen. Und dafür ist dieser Aufbau eben auch relativ gut, weil diese Übung, da kann man theoretisch 1000 verschiedene Dinge mitmachen. Ja? Erik geht hier im Prinzip immer, mach mal einmal vor, hier raus und bekommt dann einfach irgendwas von mir. Im ersten Step werden wir einfach einen Schuss auf ungefähr Brusthöhe machen. Dann geht er wieder raus, kriegt den nächsten auf Brusthöhe. Und so ist diese Übung an sich eigentlich immer sehr, sehr gut für die Hinführung, weil man da sehr, sehr viele verschiedene Dinge eben einstudieren kann. Wir machen einfach ein bisschen was vor. Auch diese Sache werden wir wieder ungefähr 10 Minuten machen, bevor wir dann zum Hauptteil kommen. Fangen jetzt mit brusthohen Schüssen an. Immer schön in die Grundstelle kommen. Das nächste wäre dann, dass der Erik mir die Schüsse mit links zurück oder den Ball mit links zurückschießt. Ja. Gleiche jetzt mit rechts. Ah, nicht so schön von mir. Komm, einen Schritt raus. Genau. Genau. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der Brustannahme und dann mit rechts zurückspielen. Und Brustannahme und mit links zurückspielen. Thank you.
Danke, Erik. Und so kann man sehr, sehr viele verschiedene Übungen hier machen. Flache Bälle, brusthohe Bälle, hohe Bälle, zurückköpfen, zurückschießen, wie auch immer, das ist völlig egal. Wir werden jetzt noch einige Dinge machen, die nächsten 5, 6, 7, 8 Minuten. Und ja, werden das aber nicht abfilmen. Wir kommen jetzt gleich zum Hauptteil, dafür bauen wir nochmal gerade um und bis gleich. Jo, wir kommen jetzt im Prinzip zum Hauptteil. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Hauptteil ist so ein bisschen das Thema Spieleröffnung, Werfen und auch Schießen. Deswegen sehen wir jetzt hier folgenden Aufbau. Wir sehen hier so ein kleines Quadrat mit den Pylonen. Wir sehen hier einmal links hinter uns ein Tor und rechts hinter uns ein Tor. Der Erik geht jetzt mal schön hier in die Mitte von diesem Quadrat. Jede Pylone hat im Prinzip eine Nummer. Das hier ist die 1, die 2, die 3 und hinter Erik ist die 4. Erik bekommt im allerersten Step eine Nummer angesagt, dann geht er einmal zu der Pylone hin, berührt sie, geht dann zurück in die Mitte, bekommt dann einen Schuss auf Brusthöhe, bekommt dann von mir eine Richtung angesagt und wird dann in diese Richtung oder angezeigt und wird dann den Ball in das jeweilige Tor flach abwerfen. Das ist der erste Durchgang. Der zweite Durchgang, da machen wir das gleiche nochmal. Nur eben wird der Erik dann von mir flach angespielt, nachdem er das Hütchen berührt hat. Bekommt dann auch eine Seite angezeigt und wird dann den Ball flach in das jeweilige Tor schießen. Das machen wir mal gerade. Eins. Machen wir erstmal nur die Volley-Dinger. Drei. Zwei. Eins. Vier. Genau, einmal die Bälle einsammeln. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal mit flach zugespielten Bällen. Das heißt, ich werde dem Erik die Bälle, nachdem er die Pylone berührt hat, flach zuspielen, werde ihm dann auch wieder eine Seite anzeigen. Dann soll Erik dann in das jeweilige Tor den Ball eben flach reinschießen. Wichtig dabei ist, wenn der Torwart angespielt wird, flach angespielt wird, wie auch immer angespielt wird, sollte er immer, wenn er aus seiner Sicht nach links geht, mit dem rechten Fuß den Ball annehmen und nach links mitnehmen und genauso auch nach rechts mit dem linken annehmen und rüber nach rechts gehen, um dann gleich mit dem rechten Fuß weiterspielen zu können. Das ist eben relativ wichtig, um keine Zeit zu verlieren bei solchen Dingen. Eins. Schöne, anständige Schüsse dahin. Zwei. Eins. Drei. Wichtig dabei als Coaching-Punkte ist, dass der Torwart relativ oder versucht mit kurzen Tippelschritten zu den Pylonen zu kommen. Das ist das eine. Und bei der Ballannahme sollte nach Möglichkeit darauf geachtet werden, dass der erste Kontakt gleich in die richtige Richtung geht und mit dem zweiten Kontakt gleich der Ball gespielt wird, um da, wie eben auch schon gesagt, keine Zeit groß zu verlieren. Das gleiche machen wir jetzt im Prinzip nochmal. Wir werden jetzt einmal die Bälle einsammeln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt machen wir nochmal einen Durchgang. Auch die Hier werden die Pylonen wieder erst angelaufen, dann bekommt Erik von mir einen brusthohen Volley auch wieder zugespielt und wirft dann in dem Fall jetzt einmal hoch ab, also über die Schulter. Ein Abwurf wäre jetzt bei der Entfernung nicht unbedingt nötig, aber ist halt nur zu reinen Trainingszwecken gedacht. So. Eins. 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 Sehr schön. Drei. Zwei.
Grundstellung schön einnehmen. Vorher. So, das war es im Prinzip wieder zu der Trainingseinheit heute. Insgesamt wäre das eine Trainingseinheit für ungefähr so 45 bis 50 Minuten. Das heißt, wir haben ja einmal das Aufwärmen gehabt, der Torhüter alleine, dann das das Aufwärmen, was sie mit mir zusammen gemacht haben, mit dem koordinativen Teil. Danach hatten wir die Hinführung jeweils 10 Minuten. Und dann hatten wir den Hauptteil, und den Hauptteil haben wir so 15 bis 20 Minuten würden wir den machen. Wir würden diesen Ablauf, den wir euch eben gezeigt haben, noch ein, zweimal wiederholen. Vielleicht die Übung so ein bisschen variieren, aber dann hat man ein Training für 45, 50 Minuten, was sehr, sehr gut ist. Hauptthema war in diesem Bereich oder in diesem Fall eben das Thema Spieleröffnung mit dem Fuß und auch mit dem Abwerfen in verschiedenen Variationen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch ein Stück weit weitergebracht. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann wie immer haut unten in die Kommentare. Schön, dass ihr wieder da wart. Sehr, sehr geil. Und wie gesagt, wie schon immer gesagt, es wäre super, super geil, wenn ihr uns ein Like und ein Abo da lasst oder eben auch beides. Ansonsten euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.